Ja. Ja, unser Gehirn denkt immer noch emotional. Der größte Teil des Gehirns ist das Unterbewusstsein, was einen Fast-Track, sage ich immer, zum Herzen und dann zur Hand hat, also zur Implementierung. Dinge, wovon wir emotional berührt sind, die setzen wir schneller um, als wenn wir sie rein analytisch verstehen. Und alles, was mit Zahlen, Daten, Fakten zusammenhängt, wird im analytischen Teil bearbeitet. Der ist aber sehr viel weiter von Herz und Hand entfernt. Das heißt, wenn wir emotionale Geschichten hören, reagieren wir eher. Einfach deswegen, weil Emotionen bei uns stärker sind. Wenn wir Angst haben, reagieren wir. Wenn wir auf zu irgendwas hingezogen sind, Gier, reagieren wir. Wenn wir nur analytisch von etwas angesprochen werden, reagieren wir längst nicht so schnell. Also der Mensch ist emotional schneller als analytisch. Und wenn Storys emotional sind, dann zünden die auch eher, als wenn man nur Fakten nebeneinander stellt.